Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Greed. So, und wir gehen in die Pro-Tuned Championship weiter mit unserem Honda Civic von der Super Modified Klasse. 4 Strecken haben wir hier zu absolvieren und die sehen da schon ein bisschen länger aus. Ja, 5,4 Kilometer, aber ebenfalls nur 2 Runden. Aber schon mal ein bisschen länger, das ist auch schon mal gut. Letztes Mal hatten wir das Ganze dominiert, auch unser Teamkollege. Der Anik hier, als letzter, der hat auch sehr gut mitgemacht. Ich habe, glaube ich, einmal gesagt, der Anouk Deschamps ist unser Kollege. Nein, das ist natürlich falsch. Der Anouk ist nicht ein Teamkollege von uns, sondern der Anik hier an Position 16. Das ist unser Teamkollege. Oh, es regnet mal wieder. Es regnet mal wieder. Ups, das war im falschen Moment, habe ich hier. Oder beziehungsweise bin ich vom Gas zurückgegangen. Es wird nicht mehr trocken werden. Hey, Teamkollege. Was machst denn du da? Willst mich nur auf die Seite räumen. Ist schon okay. Ich habe verstanden. Das heißt für mich, ich gehe mal nach vorne. Verstanden. Angreifen. Ui, 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 ui. Komm, 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 komm. Moment, ist Angreifen nicht möglich. Ah, nicht möglich. Okay. Machen wir später. Vielleicht jetzt? Angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Angreifen scheint gerade nicht möglich. Schon wieder. Oh nein, das ist das hier wieder. Boing. Da kommt man ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen aus der Fassung hier unten. Und schon ist geschehen. Gott sei Dank hat es hier auch Wanden, beziehungsweise die Wand vom Tunnel. Sonst wäre ich da wahrscheinlich schon längst irgendwo gelandet. So, ach, und ist eigentlich auch extrem, wie die dann auch abbremsen. Also genau, es ist diese Strecke. Diesmal einfach mal umgekehrt. Jetzt kommen wir in den Kreisel. Haha. Ja, blocken wolltest du, hab schon gesehen. Boah, ich glaube, der hier vorne, der ging auch geradeaus. Oh, ich sehe doch nichts. Mein Gott, wie ich da fahre. Und jetzt komme ich nicht rein, weil ich auf dem Vollgas bin. Mir egal. Ich muss einfach so schnell wie möglich an die Spitze kommen. Wir haben nur noch eine Runde Zeit. Ja, so einer schlechten Position bin ich ja noch gar nicht. Aber das Tunnel macht mir eben Sorgen. Ui, ui, ui. Ja, viel zu weit. Ah, hat aber gereicht. So, jetzt kommen wir dann bald mal Richtung Tunnel. Ja, hier vorne. So, jetzt volle Konzentration hier. Das Auto ist eben nicht so schnell, darum hat es gut geklappt. Oder vielleicht klappt es allgemein in diese Richtung besser. Ist auch möglich, aber der Kollege fährt auf dem Limit. Eieiei, ein anderer Motor wäre schon lang hops gegangen. Und so fährt. So, dann kommen wir langsam in den Kreisel rein. Und somit auch langsam, aber sicher Richtung Ziel. Ah, zuerst kommt nochmals diese Schikane hier. Jetzt kommt der Kreisel her. Den muss ich jetzt nicht mehr mit Vollgas nehmen. Kann ich aber. Wenn ich innen bin, dann reicht's. Oh, da hat's mich. Da muss ich jetzt kurz vom Gas. Und et voilà, Platz Nummer 1, das erste Rennen von 4, haben wir hinter uns. Gleich weiter geht's. Oh, Teamkollege, habe ich gar nicht nachgesehen. Aber, so wie ich gesehen habe, war das nicht gerade seine Strecke hier? Das war gerade nicht seine Strecke. Weiter geht's.
kommen auch sicherlich wieder ein Level nach oben. So, jetzt können wir kurz gucken, was unser Teamkollege gemacht hat. Oh, da ist er ja schon. Auf dem vierten Rang startet er. Ja, Platz 12 hast du da gemacht. Das war natürlich nicht so gut. Hingegen wir. Platz Nummer 1. Siehst du immer schönes Wetter. Auch hier nur wieder zwei Runden. Ich glaube, das Auto ist nicht für den Start gedacht. Ich glaube, das liegt jetzt nicht mal an mir. Ich habe jeden Start so verschlafen. Wirklich viel machen. Den Start kann ich, glaube ich, ja auch nicht. Oh. Oh, oh, oh. Ich muss da wieder mal außen durch. Ja, ja, ja. Komm, 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 fahr. Ah, dann kann ich hier vorbei. Gut, der Anuk. Oh, wo ist denn unser Teamkollege? Da vorne ist er, glaube ich. Ja. Sieht man gut unsere Karre oder kennt man gut? Oh. Und dann sowas. Wieder unser David. Oh, schade. Jetzt wollte ich doch ein bisschen schön fahren. Ich hatte, glaube ich, noch keinen wirklich erwischt. Und dann fahre ich da trotzdem noch in jemanden rein. Ah, ich zu wenig schnell, zu wenig früh aufs Gas gedrückt. Ich habe Julia wieder. Oh, oh. Ah, der hier, der Cody. Ist mir auch noch ein Schlingel hier. Aber eine Riesenstrecke. Und immer noch in der ersten Runde. Jetzt kommen wir auf Start und Ziel. Und jetzt habe ich natürlich das Problem wieder. Ah, müsste mich ganz kurz kratzen. Da war was, das mich genervt hat. Ihnen vorbei, das hat es nicht gebracht. Unser Teamkollege kommt auch wieder. Das sind doch coole Zweikämpfe hier. Aber, ey Mann, wir müssen jetzt da aufholen. Aber doch nicht so. Abkürzen zählt da nicht. So, wer ist denn da? Der Luis. Luis Santiago. Warte nur, dich holen wir jetzt. Das geht natürlich auch nur in diesem Modus. Wenn wir die KI noch ein bisschen höher schrauben würden, dann... Aha! Da bremst er aber wirklich knallhart runter. So, den hätten wir. Dann hier noch diese scharfe Rechtskurve. Und bald mal sicher kommen wir in den letzten Abschnitt rein. So. Schlecht gefahren hier. Ja, wirklich schlecht gefahren. Aber sehr schön, wir sind auf Platz 1. Wuhu! Haben wir auch geschafft. Oh, unser Teamkollege, Platz Nummer 3. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha, da haben wir auch wieder nur eine Strecke, beziehungsweise da fahren wir einfach ab. Wobei 5,53 Kilometer, das ist nicht wirklich viel für eine Runde. Schaffen wir hoffentlich
einen guten Platz. Kannst du vergessen, keine Chance. Es wird das ganze Rennen über nass sein. Ja. Der Luis Santiago hier, unser Konkurrent. Oh, da ist alles zu. Da ist alles zu. Ich kann nirgends überholen. Da. Also ich überliste die KI. Hohoho, innen vorbei und dann gebremst durch Daichi. Daichi. Boah. Nein. Und wieder habe ich das Heck. Das Heckeck. Ui. Wow. Ein Unfall. Dann noch was für einer. Da konnte ich jetzt nichts machen. Weder bremsen noch sonst was. Und jetzt haben wir natürlich auch wertvolle Zeit verloren. Uiuiui, da geht's nach oben. Wir haben noch eine Passfahrt. So, und der gibt logischerweise auch nicht auf. Ich frage meinen Teamkollegen mal, dass er vielleicht mal ein paar Plätze besser machen könnte. Meine 16. Platz ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. So. Komm, komm. Blockier mich da nicht. So, innen überholt. Vielleicht gibt es doch noch ein bisschen ein besseres Resultat. Oh. Dann fahren sie einfach nicht mehr. Bremsen einfach so vor sich hin. Schade. So, wann sind wir denn endlich auf dem Zipfel oben? Dieses Bergrennen hier. Ah, weiter vorne wird aber relativ schwierig. Ja, wobei hier die Kurven mache ich schon ein bisschen anders. Oder fahre ich anders? Die KI. Aber ich kann wirklich nur da Zeit gut machen. Oh, jetzt ist fertig. Dritter Platz. Aber immerhin. Unser Teamkollege. Oh. Oh. Er ist noch auf dem 9. Platz vorgefahren. So schön. Ha. So gut. Als ich das letzte Mal geschaut habe, war der ja auf 16, glaube ich, ja. Und Level Up. Wie hatten wir letztes Mal? Okay. Gut, zwei Runden in Barcelona. In Catedral Bass. Knapp 3 Kilometer. Auch das hier eine kurze Strecke. Wo ist er denn, unser Teamkollege eigentlich? Keine Ahnung, nicht gefunden. Wir teilen uns aber zurzeit die ersten Plätze. Also beziehungsweise in der Konstrukteur und in der Fahrerwert. Nö, das kannst du vergessen. Ich habe jetzt verschiedene Varianten ausprobiert. Aber der Start ist und bleibt ein Krux hier mit diesem Fahrzeug. Eieiei. Addison, come on. Du darfst einfach mal unten rechts ist ein Pedal. Und dieses Pedal nennt sich Gaspedal. Da dürftest du mal ein bisschen mehr draufdrücken. Dann würde ich dir da nicht die ganze Zeit in den fahren. Genau. Ich komme auch nicht so wirklich näher. Oh, außen überholen ist hier eine schlechte Variante. Da fährt er doch gleich wieder vorne rein. Und der andere habe ich auch noch hinter mir. Oh. Wo kann ich da am besten überholen? Vielleicht komme ich da besser raus. Nee, komme ich nicht. Erste Runde vorbei. Letzte Runde. Gib alles. Oh Manik. Ich glaube, da hast jemanden. Wow, jetzt bin ich ja aber böse erschrocken hier.
Eieiei. Und jetzt habe ich ihn natürlich auch noch als Widersacher. Egal, aber es ist eine bessere Ausgangslage als vorhin. Vorhin war es eine Katastrophe. Da hätte ich ja glatt einiges verloren hier. Jetzt habe ich immerhin noch die Chance, ja, weiter nach vorne zu kommen als letztes Mal. Vielleicht kriege ich die da noch. Aber nicht so. Ah, das... Nein, das reicht hier nicht. Das Ziel kommt jetzt auch gleich. Ja, das Ziel kommt schon. Hier nochmals flach durch. Und dann kommt das Ziel. Ja gut, sechster Platz. Können wir uns auch nicht beklagen. Unser Fahrzeug fällt ja eh auch fast auseinander. Hauptsache die Türen bleiben zu. So, das war das vierte Rennen. Platz 1. Platz 1 haben wir doch noch hingekriegt. Uiuiuiui. Das war zum Abschluss hier nochmals ein heftiges Rennen. Yay. Haben wir das nächste Event durch. Millionen. Weitere Sachen wurden freigeschaltet. Wieder Modified. Und World Time Attack. Nein, wir gehen zu Super Modified. Gehen wir natürlich weiter. Bleiben auch gleich bei unserem Honda. Wir hätten zwar auch noch den nehmen können, den der uns geschenkt worden ist. Den hätte man auch verwenden können. So, da haben wir wieder drei Runden. Eine kurze Strecke. Time Attack. Das heißt, eine schnelle Runde hinzaubern. Damit wir dann auf Platz 1 sind. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Chris, was denkst du? Boah. Er starbt. So. Ja, schön erwischt. Ziel ist natürlich hier wirklich eine Top-Runde hinzukriegen. Müssten wir eigentlich auch gut schaffen. Eigentlich auch eine Strecke, die uns eigentlich sehr gut liegt. Ja, da sind wir auch schon durch. Erste Runde wäre somit geschafft. 41 Sekunden. Und der Anik. Der hat man auf Platz 2. Ja, noch gut 39. Denkt ihr, dass wir das schaffen? 39 Sekunden? Nö. Nur eine Sekunde Vorsprung hier. Aber hätte ja sein können. Ein bisschen mehr rausholen. 40. 40, 6. 31 reicht es nicht ganz. Das wäre jetzt noch schön gewesen. Langsamer, weil ich jetzt hier gar nicht auf etwas geachtet habe. So. Kommt dann die Haarnadel bzw. die lange Kurve wieder. Ja. Da wären wir schon wieder am Start und Ziel. Tada! Platz 1. Session 1 von 3. Mann, 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 wenn das so weitergeht, dann schaffen wir das Event ja auch noch gleich durch. Ja, cool. Wir haben nur noch zwei Rennen hier. Und das ist Brands Hatch. Juhu. Und zwar die kleine Runde. Die kleine Runde Brands Hatch und auch die Time Attack. Drei Runden zu absolvieren. Nicht mal 2 Kilometer hat die Strecke hier. Das geht schnell. Gott sei Dank
müssen wir da nur die schnellste Runde kriegen und nicht alle überholen. Das wäre auch noch ein Challenge jetzt. So, wir greifen an. Auf den ersten Platz. Jetzt wollte ich schon gerade ausfahren da. Dabei habe ich ja vorhin noch gesagt, dass wir die kleine Strecke von Brands Hatch haben. Die bekannte Brands Hatch. Aber Grip hat er eben auch. Relativ gut. Da habe ich ihm, glaube ich, noch die Runde vermasselt. Wahrscheinlich ja. Ich mir auch. Ich mir gerade auch. Weiß nicht, was ich jetzt studiert habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bei dem Kopf war ich gar nicht bei der Sache. Irgendetwas habe ich jetzt hier angeguckt im Spiel. Kann es aber auch nicht sagen. Naja. Lieber in einem solchen Rennen als, oder in der Time Attack, als dann in einem Rennen. Das hätte mich jetzt ein paar Plätze gekostet. So, jetzt den hier ein bisschen besser erwischen. Wir sind auf dem Gas weg, dann passt es. Jetzt hoffen wir, dass Anik hier nach vorne kommt. Genau gesagt, getan. Nö. Auch das hier wird nichts. Wieder 6, 7 Sekunden. Zehntel. Rückstand. Nix. Eine Chance für eine gute Runde. Aber wir müssen ja eigentlich auch nicht mehr. Wir haben genügend Vorsprung. Also genügend. 1,3 Sekunden. Aber es gibt einfach keine bessere Zeit mehr. Ab ins Ziel. Wir sind auch letzter geblieben. Auch kein Problem. Wir fahren eine 42.549 Zeit. Bleiben auch an der Spitze sowie auch im Gesamtklassement. Und ja, Kollegen, wir kommen ja schon ins letzte Rennen von diesem Event. Ha, so schnell geht's. Drei Runden, ebenfalls eine kleine Strecke in Zhejiang. Ja, die ist wirklich klein. Nur 1,5 Kilometer, drei Runden. Aber eben, auch die Time Attack ist ein Vorteil für uns. So, Angriff wieder auf die schnellste Zeit, aber nicht so. Eieiei. Also das gibt ganz bestimmt keine schnelle Zeit. So. Ah doch. Was? Warum 1,3 Sekunden schneller als die Konkurrenz? Das ist komisch. 3 Sekunden schneller als die Konkurrenz. Da stimmt doch was nicht. Das kann doch gar nicht sein. Na eben, 1,8. Wir fahren jetzt hier einfach mal unserem Anik nach. Der ist zwar bereits Zweiter. Bisschen Vorsprung, komm. Ah, der hat mich jetzt hier aufgehalten. Das gibt ganz bestimmt keine schnelle Runde mehr. Wir haben aber nochmals einen Angriff der nächsten Runde. 0,5. Wir jetzt angreifen nochmals. Wie
relativ schnell reingekommen, aber nicht sauber gefahren. Driften spreche ich schon gar nicht. Aber wir sind schneller. Zurzeit. Zweite Zwischenzeit abwarten. Zweite Zwischenzeit. Nur noch 8 Zehntel schneller. Jetzt geht's auf Start und Ziel dann. Können wir das hier mitnehmen? 45,13. Wow. Da sind wir aber mehr als eine Sekunde schneller. So 1,4 sind wir am Schluss noch schneller gefahren. Sehr schön. Und wir haben auch das Event durch. Platz 1 abgeschlossen in der Fahrmeisterschaft und auch in der Gesamtwertung. Aha, sehr schön. Sehr schön. Millionen gerundet haben wir auf dem Zähler. Aha, es geht weiter. Wir haben hier nochmals Time Attack. Und wir haben hier, was ist das für ein Auto? Und nachher dann gucken, das in der nächsten Folge. Und hier haben wir dann noch die Modified. Und dann nochmals Super Modified. Nochmals World Time Attack. Und dann Super Modified im Showdown. Dann kommen wir schon bereits ins nächste, in die IGT. So, aber jetzt zuerst dann die hier. Jetzt machen wir eine Pause. Nächstes Mal geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Dann wieder einfache Rennen hinter uns. Nicht alle gewonnen, aber sie waren spaßig. Auch ein paar Unfälle hat es dabei gehabt. Schauen wir in der nächsten Folge, wie sich das Ganze entwickelt. Gut, ich verabschiede mich. Euer Packy. Bye, bye.